Ja, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Read Fanfics Valentine, diese komische Romantik-Couple-Dingens-Fanfic-Kram da. Und ich würde mal sagen, wir beginnen uns weiter mit Kapitel 3. Und das ist auch nicht allzu lang. Vincent hatte sich endlich halbwegs beruhigt und setzt sich an den Tisch. Verstohlen wanderte sein Blick nach draußen auf die Straßen Midgars. Diese Stadt war nicht besonders schön, doch die Leute, die hier lebten, liebten ihre Stadt. Früh morgens schon tummelten sich die Menschen auf dem Markt und kauften ein. Eine Frage: Midgar wurde doch zerstört, als der Meteor auf die Erde da niedergerast ist, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Daraufhin wurde doch in vor Advent Chilton wurde doch diese Nachfolgestadt ja gebaut. Weil Midgar voll im Arsch war oder so. Also ich habe FF7 habe ich noch nicht durch. Advent Children habe ich einmal geguckt und dann nie wieder, weil ich den Film meh fand. Das werden mir wahrscheinlich irgendwelche Fanboys haten, aber immer gerade egal. A Way to Smile oder wie dieser komische Roman heißt, habe ich auch nicht gelesen. Also ja, keine Ahnung. Naja. Wobei, die Fanfic ist von 2000. Keine Ahnung, in 2000 gab es den Film noch nicht mal. Also von daher muss man echt mal bedenken, wie alt die Fanfics sind. Naja. Manchmal sehnt er sich auch eher danach, einfach nach draußen zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Doch er ging selten auf die Straßen. Er mied die Leute, weil sie ihn mieten. Man konnte so sagen, dass er nicht wirklich beliebt war. Er hatte sich so oft gefragt, wie es den anderen ging. Aus der Zeitung wusste er, dass Sids Raumfahrtsprojekt endlich bewilligt wurde und er in den Weltraum durfte. Luffy war damals nach ihrer Trennung nach Futai zurück und lebte bei ihren Eltern. Nanaki bewachte heute noch gewissenhaft Cosmo Canyon und Cat Tiff war gelöst worden, um sein eigenes Leben zu leben. Reef arbeitete wohl noch immer bei Shinra. Rufus war nicht tot wie angenommen und regierte es auch etwas lockerer als vorher. Nun, und Cloud und Tifa? Tifa seufzte leise, als sie ihn nur sitzen sah. Sie hatte sich ihre getrockneten Sachen angezogen und war in die Küche gekommen. »Vincent?« fragte sie leise, um ihn nicht zu erschrecken. »Vincent, eben bin ich zu weit gegangen, verzeih mir.« Er nickte stumm. Auch wenn es nicht den Anschein hatte, trug er es ihnen nicht nach. Er war eigentlich nicht der Typ, der anderen nicht ihre Fehler verzieh. Nur seine eigenen Fehler setzten ihm zu. Tifa schien enttäuscht über diese Antwort, sprach ihn aber nicht darauf an. So holte sich einen Stuhl und setzte sich neben ihn. »Mir gefällt deine Wohnung.« Vincent sagte nichts. »Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann nicht zurück.« »Dann bleib doch noch«, sagte er ruhig darauf. »Hat was trinken?« »Oh.« »Ist irgendwie nicht mehr gewöhnt zu lesen.« Die Bitte, die dahinter steckte, war für andere nicht zu hören. »Gerne«, flüsterte sie und legte ihren Kopf auf seine Schulter. »Wie schön es war, gebraucht zu werden«, so dachte er. Seine Augen fielen ihm fast zu, so müde war er. Doch er traute sich nicht, ihren Kopf wegzunehmen, aus Angst, sie könnte es falsch verstehen. Doch Tifa spürte, wie müde er war. »Leg dich nur etwas hin«, sagte sie. Vincent nickte, stand auf und ging aus Gewohnheit in sein Bett. Als er seinen Fehler bemerkte, schlief er gerade ein. Tifa stand in der Türe und dachte nach, doch all ihre Gedanken halfen nichts. So hörte sie also auf ihr Herz. »Kid!« Sie zog wieder seinen, für sie etwas zu langen, Pullover an und legte sich neben ihn. Im Schlaf kuschelte sie sich an ihn, sodass ihre Beine seine Büro. sodass ihre Beine seine berührte. Brührte. 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 Mädchen Beine werden verbrüht. Verbrüht.
Wir sind ein simpler Rechtschreibfehler, alles in die Keller, in die Keller, in den Keller ziehen kann. Oh mein Gott. Ein Arm legte sie um seine Hüfte und die andere lag an seiner Brust, die sich gleichmäßig hob und sank. Ihre Lippen berührten ganz leicht seine. Vor allem passen die beiden nicht mal zusammen. Vincent erwachte, wollte aber noch nicht die Augen öffnen. Er spürte ihren Atem nah an seinem Gesicht und ihren Körper, der dicht an seinem lag. Im Schlaf drückte es sich noch enger an ihn, sodass er ihre Brust spürte, was ihm eine Gänsehaut bescherte. Sie zitterte leicht und er bemerkte dies. Es wurde ihr die Decke überlegen, als er erstaunt sah, dass sie schon zugedeckt war. Er wusste natürlich, was er noch machen konnte, zögerte aber. Dann schlug er nun doch die Arme um sie und zog sie ganz zu sich. Ihm wurde plötzlich sehr warm, als er sie so nahe spürte. Er schob es natürlich auf das Ungewohnte, aber das war es nicht. Er fühlte ihre Haut, die so weich und angenehm war, wenn sie auf seine traf. Er wollte nicht schlafen, wollte es auskosten, bevor sie aufwachte, aber er war einfach zu müde. Oh Mann, das ist so. Kitsch, 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 kitsch. Kitsch, kitsch, kitsch. Ja, Leute, das war Kapitel 3 von Valentine. Wollen wir dann mal zu Kapitel 4 übergehen, hä? Bis dann, Leute, bis dann.